Elva TV heute wieder aus der A-Klasse. Wir sind bei der Partie zwischen dem SV Föhren und dem SV Kretnach. Eine Begegnung zweier Mannschaften mit vielen Gemeinsamkeiten und auch vielen Unterschieden. Wir fangen mit den Gemeinsamkeiten an. Beide Mannschaften stiegen in der letzten Saison aus der Bezirksliga ab und beide Mannschaften galten vor dieser Spielzeit als absolute Titelkandidaten. Da sind wir aber auch schon bei den Unterschieden, denn dieser Rolle wurden bisher nur die Föhrener gerecht. Ungeschlagen und auf Tabellenplatz 2, während Kretnach nicht so richtig in die Gänge kommt, nur einen Mittelfeldplatz belegt. Dazu der Unterschied, die Föhrener sind eine eingeschworene Einheit, spielen seit Jahren zusammen, während Kretnach vor dieser Saison wieder einige Abgänge verkraften und einige Neuzugänge neu integrieren musste. Auf der Trainerbank aber, da überwiegen die Gemeinsamkeiten, auch aufgrund einer gemeinsamen Vergangenheit. Denn Kretnachs Trainer Erwin Berg war in der Saison 2004-2005 der Trainer der ersten Mannschaft des FSV Salmrohr. Und er hier, Christian Ech, heute Spielertrainer, noch aktiv dabei bei Föhren. Er war für die zweite Mannschaft verantwortlich. Also die beiden sind auch gut befreundet, aber das gilt natürlich nicht für diese 90 Minuten, in denen Föhren besser anfängt. Von links nach rechts in Schwarz-Weiß und hier Sebastian Pull mit der ersten Chance. Aber Sie sehen schon an dieser Auswahl, allzu spektakulär war das hier nicht. Es sind schon hier über 20 Minuten gespielt. Axel Meyer tankt sich mal durch und Barton verpasst in der Mitte und dann Rau. Ja, ja, das sieht er selber. Naja, ganz schön Schwein gehabt. Fast ins eigene Tor geklärt. Das ging gerade nochmal gut. Kretnach allerdings keineswegs verunsichert mit einer guten Leistung und das sieht man auch hier. Berg und Simon zusammen erobern sie den Ball und dann Sven Simon, der Leistungsträger vorne im Sturm, setzt an und wird weggecheckt von Pull. Klare Sache, Marco Kees gibt hier den Freistoß aus aussichtsreicher Position. Simon ist bereit mit dem linken Fuß, batsch gegen die Latte. Das absolute Highlight in der ersten Halbzeit. Das ist uns eine Zeitlupe wert. Simon, zwei Schritte über die Mauer. Der hätte gepasst. Und es wäre die so wichtige Führung für die Kretnacher gewesen, denen man ihre Verunsicherung schon anmerkte. Dennoch spielten sie einen richtig guten Ball teilweise. Hier wieder Simon, emsig, viel unterwegs. Flanke wird abgewehrt. Aber kommt nochmal an den Ball. Schuss, aber im kurzen Eck ist Patrick Schröder zur Stelle. Und das war's dann auch schon aus Halbzeit 1. Viel gab's nicht. Deswegen rein in die zweite Hälfte. Und wir fangen an mit Föhren. 49. Barton ist durch und vorbei am langen Pfosten. Gute Gelegenheit. Dennoch, der Eindruck soll nicht täuschen. Kretnach wurde immer besser und fing jetzt auch an, wirklich richtig gut Fußball zu spielen. Ein Beispiel dafür. Pent auf Lippert. Bielanovic. Müller. Gaukler eingewechselt. Müller, alles mit einem Kontakt. Und dann auf Matti Kugel vorne, der Ball. Kurze Drehung, Schuss und der ist dann leider zu harmlos. Ein blitzsauberer Angriff, aber was bringt's, wenn am Ende so ein Schuss steht? Nächste Szene, kurze Zeit darauf. Sven Simon steht wieder bereit. Wir wissen ja, das ist gefährlich. Diesmal ist Müller da. Aber Kretnach schnupperte jetzt an der Führung. Sie wurden immer selbstsicherer. Und Föhren versucht über Standards. Axel Meyer aus dem Halbfeld. Und da wird der Ball verlängert. Und da ist Barton! 1:0 in die Phase hinein, in der Kretnach immer besser wurde. 62. Minute. Markus Barton. Und wir schauen nochmal genauer hin. Meyer, den spielt er gut. Wird hier verlängert. Und dann ist Barton völlig frei. Doch wieder so ein Kretnacher Aussetzer in der Defensive. Da liegen einfach die Probleme der Bergelf, die weiter aber nicht aufgab. Die Moral stimmte. Gaukler, der das Spiel an sich riss nach seiner Einwechslung. Kugel auch mit einer ordentlichen Leistung. Und dann wieder Gaukler mit dem Schuss. Verzieht leider. Und mehr gab es leider auch nicht für die Kretnacher als diese Distanzschüsse. Erst recht, als wenn Simon verletzt ausgewechselt werden musste. Es fehlte im Sturmzentrum einfach jemand, der diese gut organisierte Föhrener Defensive mal so richtig vor Probleme stellte. Ganz vereinzelt nur diese Konter. Stefan Wagner hat mal Zeit. Schaut, flankt und da ist wieder Barton. Nicht das 2:0.
Markus Barton. Am Ende war er der Matchwinner für den SV Föhren. Mit 1:0 siegen sie, bleiben oben dran. Und Christian Esch und Erwin Berg, die waren auch nach dem Spiel noch gute Freunde. 1:0 gewinnt der SV Föhren, ein echter Arbeitssieg. Bei mir jetzt die beiden Trainer der beteiligten Mannschaften. Zu meiner linken Erwin Berg vom SV Gretnach und zu meiner rechten Christian Esch vom SV Föhren. Wir fangen mit Herrn Berg an. Unsere Serie hält. Immer wenn ich bei den Spielen des SV Gretnach bin, gibt es eine Niederlage. Was gibt es außerdem noch für Gründe, dass es heute wieder nicht für einen Dreier gereicht hat oder für einen Punkt gereicht hat? Die Leistung war ja alles andere als enttäuschend. Ja, hätte man immer so gespielt, hätten wir wahrscheinlich mehr Punkte. Ich meine, in Föhren zu verlieren ist keine Schande, nur so zu verlieren durch so einen Ball, den muss man besser verteidigen, tut natürlich weh, weil danach hätte doch ein 2-3-0 ausgehen, weil dann hat Markus Barton und der auf der rechten Seite zwei Riesenkopfballchancen gehabt, aber Hut ab vor meiner Truppe heute, sie haben sich daran gehalten, was ich hier auf den Weg gegeben habe. Wir müssen noch daran arbeiten, etwas ruhiger zu spielen und vor dem Tor noch ein bisschen mehr Cleverness, wäre vielleicht ein Punkt drin gewesen, über weite Strecken, aber so ist es jetzt. Etwas anders wie in der letzten Saison, da haben wir mit Glück zweimal gegen Föhren gewonnen, einmal zu Hause in der Nachspielzeit und hier in der 94. Und jetzt ist der Christian halt der Sieger. Herzlichen Glückwunsch, Christian. Wir brauchen die Punkte sicherlich in den nächsten Wochen, für wieder ein Stück weiter nach oben zu kommen. Und der Christian braucht dafür, wieder aufzusteigen. Davon sind wir meilenweit entfernt. Nur wir müssen immer so weiterspielen wie heute gegen Föhren, dann werden wir irgendwann und dann erste 5-6 Mannschaften landen. Mehr ist wahrscheinlich nicht drin. Und Föhren, Schillingen oder Morscheid und Sauerteil, die werden das unter sich ausmachen. Dem Christian alles Gute dafür. Aber trotzdem keine Schande. Die Jungs waren heute okay. Herr Esch, wir haben im Vorfeld gesprochen über die Kompaktheit, über die Defensivstärke Ihrer Mannschaft. War das heute auch wieder der Schlüssel? Ja, muss man natürlich ganz klar so sagen. Also habe mir natürlich jetzt schon überlegt, inwiefern das Spiel so verdient ausgegangen ist, weil es ist natürlich, wenn ich mitspiele, immer so eine Sache, dann danach relativ analytisch das Ganze zu sehen. Aber ich denke, dass wenn wir unentschieden spielen, wir uns nicht beschweren können, dann wäre der Punkt irgendwo in Ordnung gegangen. Ich denke aber dadurch auch, dass wir dann auch durch eine Standardsituation, wo ich sagen muss, dass das jetzt nicht nur ein ganz Zufall war, erstens spielt der Axel die ganz gut von der Halbposition, zweitens sind die langen extra aus dem Zentrum raus, um den Lukas Kugel da ein bisschen rauszuziehen. Das hat in dem Moment dann funktioniert. Natürlich gehört da ein bisschen Glück dazu. Und danach, wie der Erwin schon sagt, können wir das Ding früher zumachen. Es ist halt anders als letzte Saison. Letzte Saison war ich oft zufrieden mit der Leistung. Wir haben verloren. Und diese Saison ist oft so, dass wir definitiv nicht zufrieden sein können und trotzdem die Dinger dann irgendwie gewinnen. Und das war heute auch so. Also ich muss meiner Mannschaft schon irgendwo vorwerfen, dass wir erste Halbzeit zu passiv sind und eigentlich Gretnach das Spiel machen lassen auf unserem Platz. Wir konnten froh sein, dass sie eigentlich jetzt aus dem Ballbesitz, vor allem auch so wirklich im vorderen Drittel, eigentlich nicht wirklich viele Chancen rausspielen konnten. Die einzige Chance, würde ich jetzt sagen, war fast eigentlich der Lattentreffer aus einem ruhenden Ball. Und so, dass wir dann zweite Halbzeit uns nochmal stellen konnten, entsprechend die langen Bälle von Max Thiesen unterbinden konnten. Und dann waren wir auch ein bisschen besser im Spiel drin. Nichtsdestotrotz ist es nicht das, was wir uns vorstellen. Aber es war halt auch heute wieder schwer, weil ich die Zentrale halt wieder umstellen musste, weil der Moni wieder weil es noch ein guter ausgefallen. Ich denke, wir brauchen nicht drüber zu reden, was der Moni für uns ausmacht. Und von daher, ja, es ist natürlich, um nochmal auf die Eingangsfrage zu kommen, wir stehen hinten gut, wir können gut verteidigen. Das haben wir aus der letzten Saison übernommen. Und das war, denke ich mal, heute natürlich mit ein Schlüssel zum Sieg. Man wird sehen, was der weitere Saisonverlauf für beide Mannschaften noch bringt. Vielen Dank für die Stimmen. Ja, das war ein sehr gutes A-Klasse-Spiel. Haben wir schon deutlich Schwierigeres gesehen dieses Jahr. Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die Zuschauer und sagen nochmal www.elva-online.de. Das ist die Homepage, wo es das Video zu sehen gibt und wo es auch alle anderen Informationen gibt. Von der D-Klasse bis zur Bezirksliga. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao.